Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Planet Zoo. Und zwar seht ihr schon, heute geht das Ganze mal ein bisschen schneller. Wir sind bei den Tüpfelhyänen heute. Und, meine, heute mal, wie gesagt, alles ein bisschen schneller. Da können zwei Männchen, zwei Weibchen rein, brauchen ungefähr 1000 Quadratmeter. Wir geben denen sowieso mehr, als sie brauchen, weil mir ist aufgefallen, wir haben recht wenig Gehege, die wir noch brauchen. Momentan im Game, um hier überhaupt voll zu machen. Also habe ich jetzt mal ein bisschen großzügiger die Gehege ausgelegt. Und ja, wir haben ja noch ein paar freie Plätze. Aber wir haben noch mehr als genug, vor allem hier auf der Seite, wo wir jetzt gerade bauen. Halt mit den Affenhaus da hinten noch und so. Das sieht alles auf meiner Liste deutlich mehr aus, als es ist. Aber ja, das Problem ist halt, es sieht nur so aus, weil ich habe da recht viele Sachen nicht abgehakt. Aber dann fällt einem beim zweiten Blick auf, ja gut, scheiße, die sind ja alle im Affenhaus. Naja, ich werde die sowieso nicht alle runterkriegen, weil das wären viel zu viele verschiedene Arten. Aber erstmal können wir davon ausgehen, dass die alle im Affenhaus landen werden. Und von daher, ja, gehe ich mal davon aus, dass wir hier größeren Platz haben. Und zur Not, ihr wisst ja, wie weit das da rausgeht. Habt ihr auch gerade eben noch, wenn er ganz schnell war, am Anfang gesehen. Wir haben ja hier auf der linken Seite von dem Gehege einfach Platz ins Unendliche, so gut wie. Ja, weil, also ganz ehrlich, ich wüsste nicht, wo da das Problem ist, dann einfach einen Weg irgendwo an der Seite vorbei zu führen und dann da weiterzubauen. Einfach so zu machen, wie wir es beim DLC, was jetzt rausgekommen ist, zu machen. Einfach hingehen, Weg nehmen, irgendwo zwischen zwei Gehegen durchführen und weitergehen. So kann man den Zoo ja immer erweitern. Muss man vielleicht ein bisschen Gehege klauen, aber das passt schon. Und ja, auf jeden Fall würde ich mal sagen, ihr seht schon, wir haben hier im Hintergrund schon wieder mit unserer Standardbautechnik angefangen. Halt Glas vorbauen, damit wir Kurven machen können und danach verhindern, dass das Glas die ganze Zeit kaputt geht, indem wir das Holz austauschen. Das behält tatsächlich seine Kurve. Warum sie das nicht direkt für Holzbarrieren machen, weiß kein Mensch. Aber wenn man es auch so machen kann, dann macht man es natürlich auch so. Finde ich, ist dann ganz angenehm, doch zu arbeiten damit. Und ja, falls ihr fragt, warum ich die Barriere so hoch baue, das Ganze liegt daran, dass ich halt, naja, ich wollte bei Hyänen wirklich nicht eine 1,25 Meter hohe Wand haben. Das wäre wirklich lächerlich, finde ich. Weil, also, ich habe jetzt nicht die beste Ahnung davon, aber soweit ich weiß, sind Hyänen gefährlich und können auf jeden Fall über eine 1,25 Meter große Mauer rüberspringen. Und, naja, also so extrem will ich es dann doch nicht haben. Ich meine, man will ja seine Gäste trotzdem noch halbwegs irgendwie glücklich haben und sicher vor allem. Also mag ja sein, dass es dann besser ausgesehen hätte, irgendwie für natürlicher und so. Aber ich bleibe lieber bei der 3 Meter Mauer. Das sieht mir dann doch so das kleine bisschen besser aus, weil es einfach realistischer sich anfühlt. Naja, ich würde mal sagen, bevor das jetzt viel zu lange dauert, wir kümmern uns darum, dass das Gehege funktionsfähig ist, platschen da wahrscheinlich dann auch schon mal die Schlafplätze von denen rein und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns danach einfach wieder. So, unsere Tiere sind jetzt sicher angekommen. Ihr seht jetzt nicht so, wie sonst immer die Tiere halt schon reinkommen, weil, ja, ich war halt einfach nicht schnell genug, weil hier neben direkt das Handelszentrum ist und ja, ich war nicht schnell genug, um aus dem Handelszentrum die zu verlegen hierhin. Da musste ich ja in dem Menü sein, dass ich sie verlegen durfte überhaupt. Und um da rauszugehen, dass alle vier dann da sind, hierher kommen und wieder herzukommen und das Ganze dann zu kriegen, das geht aber nicht. Dazu habe ich momentan so viele Leute, die dafür eingestellt sind, irgendwelche Tiere zu verfrachten. Also ja, sind wir jetzt hier. Und ja, was auch noch vielleicht wichtig war, ihr seht gerade, ich habe das Ganze schon in den Arbeitsbereich reingeklatscht, weil sich direkt beschwert wurde, dass das nicht erreicht werden kann. Ja, ist halt einfach so. Und ja, denen geht es eigentlich sogar halbwegs gut, muss ich sagen. Und ja, irgendwie das letzte Weibchen fehlt noch. Angeblich sagt das Spiel, du könntest zwei Weibchen drin haben. Ich habe aber auf jeden Fall Probleme damit, weil die kämpfen. Das weiß ich. Das kann ich jetzt im Nachhinein sagen. Ich weiß aber nicht warum. Es sagt, sie kämpfen wegen Alpha-Status. Das Problem ist, das kommt normalerweise nur dann,
wenn es irgendetwas mit Überbelegung ist, wenn du mehr Männchen hast, als du darfst, oder mehr Weibchen hast, als du darfst, oder sowas. Egal. Und ja, meine Grafikeinstellungen wurden ein bisschen zurückgesetzt und der Regen nervt mich. Aber wie ihr seht, das macht keinen Unterschied, außer dass es ein bisschen, ja, bisschen kühler aussieht, finde ich. Es sieht deutlich bläuer aus, irgendwie so. Aber ja, diese komischen Nachrichten immer, die aufpoppen, so nach dem Motto, ja, wichtige Warnung, ganz wichtig hier. Ja, nee. Nur ich mach das im Laufe der Folge wieder an. Also, wenn es jetzt ein bisschen komisch aussieht, weil strahlend blauer Himmel ist und halt, ja, es regnet, dann tut's mir leid. Das wird im Laufe der Folge noch gefixt. Aber ja, ihr seht schon, die sind jetzt alle da. Und ja, jetzt habt ihr das Ganze auch hoffentlich mal aktualisiert. Jo. Sie brauchen einen stabilen Rückzugsort, ein bisschen mehr Gras, ein bisschen mehr Erde und dann geht's denen gut. Also würde ich mal sagen, geben wir denen das dann noch. Geben denen direkt auch mal ein paar Bäume und so. Das kann ich euch schon mal vorwegnehmen. Die brauchen Afrika, Savanne. Und das werden wir denen natürlich auch geben. Und deswegen würde ich mal sagen, sehen wir uns aber direkt wieder, wenn ja, alles soweit hier steht und das Gehege bezugsfertig für die ist sozusagen. Naja, ist ja jetzt auch schon, die sind ja schon drin. Aber ihr wisst, was ich meine. Also würde ich sagen, bis gleich. So, die, ja, ganzen Bäume und so sind hier drin. Ihr seht es ja schon. Es fehlen vielleicht noch ein paar Steine drin und so. Die kann man eventuell noch reinpacken. Wir werden auch, glaube ich, noch mal ein bisschen mehr Rückzugsort für die schaffen. Also so einen kleinen Unterstand, wie ihr hier seht, einfach nach links noch mal ausbauen. Da haben wir ja noch Platz. Und die brauchen noch ein ganz kleines bisschen, aber wie immer, es regnet und ihr seht auch schon, ich habe einfach wieder die Wolken und sowas angemacht, weil es hat nicht den erhofften FPS-Boost gegeben. Deswegen haben wir das jetzt einfach wieder drin. Es sieht halt deutlich besser aus im Vergleich zu vorher, aber ja. Auf jeden Fall, jetzt kommen natürlich noch unsere ganzen Sachen rein. Wie zum Beispiel irgendwelche Beutel hier an einem Stock mit irgendwie Fleisch drin oder so. Und ja, ich muss hier mal ein paar Steine kopieren gehen. Ist halt, finde ich, angenehmer, wenn du Steine die ganze Zeit kopierst und dann reinnimmst von existierenden Steinformationen. Musst die nicht jedes Mal neu bauen. Genauso wie ich gerne mal irgendwelche Steinformationen aus dem vorgebauten Teil nehme, rausklaue und dann einfach reinsetze. Copy-Paste und dann passt das, sieht das besser aus. Aber ja. Auf jeden Fall würde ich mal sagen, sehen wir uns aber gleich wieder in der finalen Tour. Und bis dahin würde ich mal sagen, erstmal, naja, baue ich hier nochmal ein bisschen rum, gucke ein bisschen, wo ich was machen kann. Da seht ihr einen kleinen grünen Spot, den muss ich sowieso noch reparieren. Und ja, ihr seht schon, ich gucke gerade nur, wo ich Steine rausklauen kann. So, das Ganze hier kennt ja jeder von euch wahrscheinlich. Wir gehen jetzt hier nochmal durch, gucken uns das Gehege nochmal an. Und ja, ihr seht schon, die sitzen hier immer noch im Regen, nur dass sie sich jetzt ein bisschen vom, ja, Unterschlupf ein bisschen entfernt haben. Wie gesagt, wir haben ihn ein bisschen verlängert. Sieht da aber nicht anders aus für die Besucher, weil man den sowieso nicht sieht. Die paar Felsen, die wir drin haben, sind auch alle bestückt mit irgendwelchen Spielobjekten für die. Hier vorne haben wir wieder eine Piñata und sowas, um die auch mal hier in den hinteren abgelegenen Ecken zu kriegen. Und natürlich haben sie auch was zu essen, was zu trinken und sowas alles in der Nähe. Gerade jetzt unten rechts in der Ecke ist das Trinken. Links seht ihr das Essenstablett. Und ich würde mal sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Oben rechts siehst du jetzt die passende Playlist zu diesem Projekt. Unten links hat YouTube ein Video passend für dich bereitgestellt. Wenn dir meine Videos gefallen, kannst du mich gerne unterstützen, indem du einen Daumen nach oben dalässt oder den Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst, um immer über neue Videos informiert zu werden.